Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Leute. Heute mal wieder mit dem wunderbaren, wunderklassigen Horror-Leckerbissen hier am Start. Ich habe mal wieder in den Untiefen des Internets gegraben, um ein wunderbares Horror-Game für euch rauszusuchen. Ich habe aber keins gefunden, deswegen spielen wir den Scheiß hier. Und zwar spielen wir heute Rutschen im Wald. Wer sich das ausgedacht hat, ja, keine Ahnung. Das Game heißt halt tatsächlich Slide in the Woods, aber es hat diesen wunderbaren Pixel-Stil, den wir so mögen. Wenn ihr den auch mögt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Falls ihr den Style nicht so gerne mögt, dann lasst auch einen Daumen nach oben da. Allgemein wäre es einfach besser für euch, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, ne? Ich finde, das ist ja auch alles so ein Geben und ein Nehmen. Ihr gebt einen Daumen und ich nehme Geld von YouTube. Ich finde, das ist fair aufgeteilt. Das ist eine gute Arbeitsteilung. Leute, abonniert gerne den Kanal, damit ihr in Zukunft keine Videos verpasst. Wir spielen heute Slide in the Woods. An der Stelle nochmal den Hinweis. Ich glaube, wenn ihr das Video hier seht, ich nehme gerade im Voraus auf. Ich muss rechnen und ich bin schlecht in Mathe. Aber ich glaube, ihr habt nur noch 2 Tage Zeit für das Instant Gaming Gewinnspiel. Jetzt gerade, in diesem Moment. Deswegen klickt den ersten Link in der Beschreibung. Tragt euch noch ein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das hier könnte der letzte Hinweis sein. Tragt euch ein. Let's go. Ich wünsche euch allen viel Erfolg beim Gewinnspiel. Aber wir spielen jetzt erstmal Rutsche im Wald. Das Spiel. Und wir sind wortwörtlich im Wald. Hier ist eine Rutsche. Können wir da hochklettern? Das ist aber auch das Erste, was man eigentlich machen muss bei einer Rutsche. Okay, wir können nicht hochklettern. Gucken, ob man eine Rutsche hochklettern kann. Früher auf dem Spielplatz immer gemacht. Erstmal die Rutsche verkehrt rum hochgeklettert, in der Mitte ausgerutscht und sich mies den Kopf angehauen. Deswegen bin ich so, wie ich bin. Ich bin Julfa. Hi. Ja, manche Sachen sind halt einfach auf der Strecke geblieben. Da machst du nichts. Aber... Okay, ist jetzt nicht die schnellste Rutsche von der Welt. Aber wir müssen scheinbar hier durchrutschen. Beim Game gab es jetzt keine Beschreibung oder so. Also keine Ahnung, ob wir vielleicht auch irgendwo im Wald irgendwas... Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Wir können nichts anderes machen. Also müssen wir hier scheinbar jetzt einfach rutschen bis ans Ende der Zeit? Keine Ahnung, Leute. Ich schätze mal, wenn wir öfters rutschen, ändert sich irgendwas oder so? Oh ja, es ist dunkler geworden. Nebliger und dunkler. Jetzt ist auch windig, ist es jetzt auch. Wind hören wir im Hintergrund. Okay. Okay, rutschen wir einfach nochmal runter und schauen, was sich als nächstes verändert, Leute. Ich meine, was bleibt uns anderes übrig, ne? Oha! Yo, es ist einfach stockfinster geworden plötzlich. Was zur Hölle? Huh! Ich habe Schritte gehört. Okay, hier liegt, glaube ich, ist das eine Taschenlampe? Ja. Wir haben eine Taschenlampe. Okay, sehr gut. Taschenlampe gefunden. Eine verlorene Taschenlampe. Zum Glück sind noch ein paar Batterien drin. Also die Batterien haben noch Leistung, Power, dies, das. Man sieht noch was, ja? Das ist die Hauptsache. Die Taschenlampe macht, was die Taschenlampe macht. Das ist immer gut. Okay, wir rutschen nochmal. Vielleicht tauchen jetzt immer mehr Gegenstände auf oder so. Keine Ahnung. Oh ja, da oben ist was. Wir schauen mal kurz. Sah aus wie eine Notiz oder sowas. Ja, so ein Zeitungsartikel oder sowas vielleicht. Ja, ist definitiv ein Zeitungsartikel. Okay, schauen wir mal. Tragödie in einer kleinen Stadt. Small Town. Ach, die Stadt heißt Small Town. Okay. Alle sind am Trauern, weil viele Personen in einem Park verschwunden sind. Ungelöst. Keiner findet sie. Berichte sagen, dass Kinder und Erwachsene vermisst werden. Ein Detektiv arbeitet an dem Fall und wirft Licht auf hier Unregelmäßigkeiten. Es sieht so aus, als wären sie einfach so verschwunden. So zack, haben sich einfach in Luft aufgelöst, die Leute, die vermisst werden. Er fragt, ob irgendjemand Informationen zu dem Fall hat oder ob irgendjemand einen von den Opfern gesehen hat. Und falls jemand was mitkriegt, auf jeden Fall sich sofort bei den Behörden oder halt bei dem Detektiv melden. Okay. Irgendwas geht hier also vor sich. Ich nehme mal an, wir sind in Small Town. Dass hier eine Stadt den Namen Small Town hat. Alright. Und wir sind hier, denke ich mal, in diesem Park, in dem die Leute verschwunden sind. Und irgendwas wird hier gleich bestimmt passieren, was nicht gesund für niemanden ist. Was war das? Okay, wir sind hier definitiv nicht alleine in der Rutsche. Vielleicht rutscht da noch jemand mit uns. Ich weiß es nicht. Okay, wir gehen mal hier hoch. Boah, ich habe richtig Angst, dass auf einmal irgendwas auftaucht, ne? Ich sag ganz ehrlich, dass auf einmal irgendwas hier irgendwo raussteppt.
irgendwie, wir rutschen runter und auf einmal ist was unten an der Rutsche oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Okay. Wir sind runtergerutscht. Okay, es passiert nicht bei jedem Rutschen was scheinbar. Also nicht jedes Mal, wenn wir rutschen, ändert sich jetzt gerade was. Ich weiß auch nicht, ob die Nacht voranschreitet oder so. Ich meine, so schnell, wie es eben dunkel geworden ist, müsste es ja eigentlich schon wieder hell sein. Alle Geräusche sind weg. Oh, jetzt sind sie wieder da. Okay, ich habe kurz Angst gehabt. Okay, wir rutschen nochmal runter. Was bleibt uns anderes? Oh, oh! Nein! Da oben ist irgendwas. Seht ihr das da oben? Da ist was! Irgendwas bewegt sich da oben. Oh, hier ist alles voller Blut. Blut, Blut. Blut, Blut. Was ist das? Oh! Oh! Alter! Oh, das ist eine Leiche in einem Sack! Das war eine Leiche in einem Sack, die von irgendwas in die Rutsche gezogen wurde. Och nö, komm. Lass gut sein, Bro. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir sind in dem Park, wo die Leute verschwinden. Und irgendein Vieh ist hier, was Menschen erledigt und die dann durch diese Rutsche durchzieht. Also das war auf jeden Fall ein Mensch irgendwie in so einer... Habt ihr den Schrei gehört? Irgendwie ein Mensch in so einer Leichentüte, in so einem Leichensack oder so, keine Ahnung. Wir... Oh, die Rutsche hört nicht auf. Wo kommen wir hin? Oh! Da unten ist Licht oder so. Ich sehe was. Die Taschenlampe. Wo kommen wir jetzt hin? Auf einmal ist die Rutsche unendlich lang. Wir sind in irgendeinem Tunnel jetzt. Crawlmeter. Okay. Okay, ich kann jetzt irgendwie... Ich kann jetzt irgendwie schneller kriechen oder so? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Irgendwie so. Weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier irgendwo angekommen. Die Rutsche war auf einmal ultra lang. Und so hat das Monster oder was auch immer, oder wer auch immer, wahrscheinlich die Menschen entführt und hier in irgendeine Unterwelt-Paralleldimension durch diese elendig lange Rutsche reingezogen. Deswegen findet auch niemand die Opfer wieder. Oh. Die verschwinden einfach aus dem Park durch die Rutsche. Und dann sieht es natürlich so aus, als hätten die sich einfach in Luft aufgelöst, weil die niemand wiederfinden kann. Okay, wir können so ein... Okay, ich soll irgendwie Leertaste gedrückt halten, aber das hilft mir gar nicht. Weil dann halte ich einfach nur an. Keine Ahnung, was... Ich weiß es nicht. Wir haben hier so einen Crawlmeter, aber irgendwie ist das buggy. Oder so, keine Ahnung. Okay, hier geht's jetzt nochmal... Oh, hier wird wieder gerutscht, Leute. Hier geht's wieder bergab. Ey. Wow. Ey. Wo sind wir denn hier jetzt? Okay, wir kommen hier irgendwo raus. Frag mich nicht, wo. Hier ist eine riesige Treppe. Kann ich die hochgehen? Ja. Okay, mal gucken, wo wir hinkommen. Mal sehen, wo wir landen. Alter. Oh! Das war die Leiche, die eben in die Rutsche gezogen wurde. Das sieht hier aus wie irgend so ein kranker Tempel oder so. Ja, definitiv ist das hier ein Tempel, wo irgendwelche Rituale durchgeführt werden. Guckt euch das mal an. Wie so ein Aztekentempel oder sowas. Oh! Die haben ja früher auch alle möglichen merkwürdigen Rituale durchgeführt. Ist das ein Herz? Oder ist das ein... Oh, es ist zugegangen. Oder ist das ein großer Sack voller Leichen? E to interact. Remove chain. Ja, ja. Zack, weg damit. Wir machen die Ketten jetzt hier ab. Die Ketten kommen alle ab. Das Ding schlägt schneller, bewegt sich schneller. Remove Chain, klick. Und jetzt? Jetzt können wir hier irgendwas machen. Feed them. Fütter sie? Wen? Wen fütter ich denn jetzt? Oh.
Ist das für ein Geräusch? Oder ist es die Kette? Wie weit geht das runter? Okay, Ende. Oh. Da drüben. Oh! Die Tür hier drüben ist wieder aufgegangen. Was sind das für Geräusche? Oh! Wer ist er denn? Kommt er hier rein? Nein. Ich kann nicht raus, ne? Da war eine unsichtbare Wand übrigens. Ich wollte raus, aber ich konnte nicht. Hier ist irgendwie... Oh. Ja, schnell hier rein. Schnell. Schnell hier weg. Oh, oh, das ist hinter uns, oder? Oh. Das ist definitiv hinter uns. Okay. Wir müssen jetzt hier so schnell wie möglich durchkriechen. Alter. Der ist zum Glück gar nicht creepy, ne? Schnell weiter sliden. Okay. Wir benutzen unser Crawl-Ding hier. Können wir mal so ein Stück nach vorne springen? Sind wir ein bisschen schneller? Aber ob uns das rettet? Alter. Okay, kann man hier wieder rutschen? Ja, hier vorne. Komm. Let's go. Schnell, 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 schnell. Oh. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo die ganzen Menschen hin verschwunden sind, Leute. Ich glaube, die waren in dem... Oh. Ich glaube, die waren alle in dem Sack, den wir da gefunden haben. Den... Oh, lass mich runter. Alter. Schnell, 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 schnell. Come on. Schneller. Come on, come on, come on. Alter, ist das creepy. Komm schneller. Oh mein Gott, schaffen wir es überhaupt hier weg? Schneller kann ich nicht. Man kann das immer nur so antappen. Schneller ist man nicht. Okay. Jetzt hier wieder lang bergab, hoffentlich. Oh, wir sind schneller. Wir hängen es ab ein bisschen. Die Taschenlampe flackert schon wieder. Wo kommen wir hin? Alter, geht das weit bergab. Alter. Oh. Und hier wieder rein. Ist das die Rutsche? Oh. Hier. WTF. Wir sind... War's das? Oh mein Gott. Okay, Leute, das war's scheinbar mit Slide in the Woods. Das Ende ist ein bisschen abrupt, aber wir haben es geschafft, dem Monster zu entkommen. Das ist die Hauptsache. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß mit dem Video, Leute. Ihr könnt jetzt gerne wie immer hier drüben euch noch irgendein Video aussuchen. Gerne hier oben abonnieren. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Game fandet. Und wir sehen uns dann natürlich im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.